Hey Boys, wir haben uns gearbeitet, die ganze Saison. Wir lassen uns jetzt nicht gewinnen. Wir sind das bessere Team, das haben wir die ganze Saison bewiesen. Wir lassen uns keine Niederlage bieten. Wir gehen nur den Sieg durch. Und jetzt gewinnen wir das zweite Spiel. Auf geht's! Auf geht's, Jungs! Auf geht's! Auf geht's! Go! Sommer 2019, Garmisch-Partenkirchen. Nach einer turbulenten Saison und dem knapp verpassten Aufstieg in die Landesliga steht nun die neue Saison vor der Tür. Das Ziel ist klar, der Aufstieg muss her. Im Sommer wurde viel organisiert, umstrukturiert, eine teils neue Mannschaft und ein neuer Trainer wurde verpflichtet. Jetzt zählt's. Wird die Mannschaft sich finden? Wird unser neuer Coach sie auf die kommenden Spiele optimal einstellen können? Fragen, die alle bewegen, schaffen wir in dieser Saison den Aufstieg? Mit dem Derby gegen die zweite Garde des EV Fürstenfeldbruck begann für uns der Kampf um den angestrebten Aufstieg in die Landesliga. Pünktlich zum Ligastart traf Publikumsliebling John Cangelosi in der Münchner Vorstadt ein, der bereits sein zweites Comeback im Germeringer Dress feierte. Die Vorrunde war geprägt von schwarz-gelber Dominanz, einem unbändigen Siegeswillen, purer Entschlossenheit und Motivation, sowie von einem einmaligen Teamspirit. Für den ein oder anderen neutralen Beobachter sah es oft leicht aus, wie die Wanderers von Sieg zu Sieg marschierten. Doch es bedurfte einer unfassbaren mentalen Stärke, einer nie abreißenden Fokussierung auf das Saisonziel, was uns schier unbesiegbar machte. Härtester Konkurrent im Fight um den Gruppensieg war die SG Bad Bayersoien Peiting 1b, die es uns in beiden Partien schwer machte, am Ende aber als Zweitplatzierter gleichermaßen in die Playoffs einzog. Es war die Extraklasse unserer Spieler, die uns seit dem ersten Spieltag nicht von Platz 1 fallen ließ. Anhand der Bilanzstatistik wird schnell klar, weshalb wir Gruppensieger werden mussten. Am 28. Februar 2020 war es nun soweit. Nach einer sensationellen Hauptrunde mit 16 Siegen in 16 Spielen und 128 Toren standen wir endlich in den Playoffs. Im Viertelfinale bezwangen wir den ESV Türkheim und stehen nun ungeschlagen im Halbfinale gegen die Red Dragons aus Regen und spielen um den Aufstieg. Wer hätte das am Anfang gedacht? Zwei schwere Spiele stehen uns nun bevor.
Der letzte Schuss und das Spiel ist vorbei. Was für ein Kampf und ein überragender Sevi in unserem Tor. Mit viel Cleverness und etwas Glück brachten wir, auch dank unserer Fans, das Ergebnis mit 2:3 letztlich über die Zeit. In puncto Tempo, Intensität und individueller Qualität war das ein Match auf Landesliga-Niveau. Germering nicht mit ihrem besten Spiel, was aber auch an einem sehr starken Gegner lag. Die Goalies beider Mannschaften zeigten herausragende Leistungen. Den Sieg an diesem Abend hätten auch die Red Dragons verdient. Es war ein Spiel auf Messers Schneide. Mit dem Sieg in Passau war die Ausgangslage klar. Mit nur einem Heimsieg können wir den Aufstieg in eigener Halle vorzeitig nach 2 Spielen gegen den ERC Regen perfekt machen. Das Interesse war groß. Die Fans waren bereit. Mit 500 Zuschauern im Polarium war die Kulisse perfekt. Das Ilios zeigte sich vorbereitet und Christos war zu einem ersten Interview bereit. Hallo Christos, grüß euch. Wir sind heute Sonntag, heute Rückspiel, das Halbfinale. Und wie schätzt du Regen heute ein? Stärker natürlich wie im Pokal. Haben sie auch im ersten Spiel im Halbfinale gezeigt. Aber ich sehe trotzdem kein Problem für unsere Mannschaft. Wir haben jetzt alle Spiele gewonnen. Wie wird es heute ausgehen? Ich tippe auf 5-1. 5-1. Wenn wir heute Abend gewinnen, wie bist du vorbereitet heute Abend? Ich freue mich da nur noch auf die Jungs. Was möchtest du den Jungs noch mitgeben?
Also viel Glück. Ihr habt eine super Saison gespielt. Nehmt es mit. Es ist noch ein Finale. Steht auch noch vor der Tür. Haltet es alle zusammen. Ihr macht es bis jetzt super. Und ich freue mich dann auch schon auf nächstes Jahr. Perfekt. Super. Vielen Dank dir. Heute nicht an. Wir haben es am meisten verdient, in der Landesliga nächstes Jahr zu spielen. Und jetzt brauchen wir noch diesen einen Sieg. Und den holen wir uns jetzt an. Alle zusammen. Auf geht's, Leute. Komm! Wanderers! Go! Ganz links, zwei Minuten, die Fans der Wanderers.
Thank you.
Se iste go peroka, moj gnjezdi utisak, a ti si slava trojka. Hajde, zaboravi na to, ne treba mi ljubav, meni treba lov. Praštaj, lutko sad sve, ja reći ću ti ne. Koliko pije mi je humano, subota je dan za alkohol. Un momento, uspori tempo, možda sutra se vidimo. Tika taka, tika tak, isteko ti vrijeme, pausi kod mene. Baš si slada kad si ljud, više sreće drugi put. Kažem, želeo bi da idemo kod tebe, ali tamo noćas vodiš samo sebe. Hajde, zaboravi na to, ne treba mi ljubav, meni treba lov. Praštaj, lutko sad sve, ja reći ću ti ne. Koliko pijem nije humano, subota je dan za alkohol. Uno momento, uspori tempo, možda sutra se vidimo. Tika taka, tika. Thank you.
Brauchen wir aber jetzt am Exit, gell? Quirin, komm mal her. Komm her. Nein, du musst, warte, warte, pass auf. Machen wir es so. Wie war's? Was für ein Sieg! Was für ein Drama! Erzähl ein bisschen, wie war's? Komm! Aber willst du jetzt ein Interview machen? Oder? Ja! Das ist genau das Thema! Ja, war anstrengend, war knapp. Aber hat's geschafft. Und das ist das Wichtigste. Der hat Moral gezeigt und das ist das Allerwichtigste. Und ich freue mich total. Herzlichen Glückwunsch! Danke! Feier, richtig schön! Machen wir! Super! Jungs, immer kurz Ruhe. Letztes Jahr ist auch heute, was ja trotzdem unsere Tradition ist, Man of the Match. Mosi, dein Part. Gibt's das selber? Jawohl, Mosi. Das bleibt heute noch, aber es geht ja nicht. Nein, Jungs, also, wir haben heute was anderes überlegt. Ich würde das erst gerne mal an Britschi, an Ludo, Daniel. Und an Daniel eigentlich nennen. Die sind immer mitgefahren, haben wenig gespielt, haben immer mitgefeiert, haben uns unterstützt. Haben nicht ein negatives Wort verloren. Ich denke, das ist eigentlich auch eine Riesenleistung. Aber ich würde es halt so gerne machen, dass alle zusammenkommen, weil heute haben wir es nur miteinander geschafft und kein Einzelner, auch wenn es wieder einige Spieler gibt, die es verdient hätten. Ne? Danke. Egal ob die Schwarzen. Zwei Klatschen, die Haxen. Ich bin der Einzige, der es nicht will. Auf geht's! Jeder kriegt ein Glied! Bis 10 Meter. Eins auf!
mistakes. I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go home. Mission accomplished. 2 Jahre Bezirksliga sind genug. Die Wanderers Germering haben ihr Saisonziel erreicht. Ein langer Weg führte nach 142 Tagen zum heiß ersehnten Aufstieg in die Landesliga. Schwarz-Gelb besiegelte wettbewerbsübergreifend mit ihrem 29. Sieg im 29. Pflichtspiel den Sprung in Bayerns zweithöchste Eishockeyliga. Die Freude und auch Erleichterung kennt im schwarz-gelben Lager keine Grenzen mehr. Überglücklich streifen sich die neu gebackenen Landesliga-Aufsteiger ihre Aufsteiger-T-Shirts über und jubelten vor ihren Fans. Ein klarer Plan, eine kompromisslose Saison. Germering, nach turbulenten Jahren endlich wieder ein Spitzenteam. Eine sehr harmonische Mannschaft, in der immer gute und positive Stimmung herrscht, hat nie das Ziel aus den Augen verloren und sich nun selbst die Krone aufgesetzt. Das familiäre Umfeld und die Leidenschaft, die von der U7 bis zur ersten Mannschaft gelebt wird, packt alle, die das Wanderer-Trikot einmal getragen haben. Seit dem sportlichen Abstieg von der Bayernliga in die Landesliga und dem folgenden freiwilligen Rückzug in die Bezirksliga vor 2 Jahren wird in Germering verstärkt professionell gearbeitet. Und der Verein hat sich sportlich und wirtschaftlich unglaublich weiterentwickelt. Die Verantwortlichen gratulieren dem erfolgreichen Team mit ihrem Trainer und bedanken sich auf diesen Wege schon bei allen, die die Wanderers auf diesen Weg begleitet haben. Wanderers! Go!